Guten Morgen, meine Lieben. Ich begrüße euch ganz herzlich. Machst du das alleine? Ja, es ist jetzt Freitagmorgen. Der Papa ist, halt, ist gestern in der Früh schon losgefahren. Und der Lili und das Hintern und Lara. Die Lisa und die Lara haben gestern Besuch gehabt von der Lili. Das willst du sagen? Nochmal eine. Der Lisa. Ja, Lisa war auch kurz da. Ja. Der ganze Tag da, sie viele. Ja, die Lisa ist im Laberlaune, aber nichtsdestotrotz muss ich die Lisa jetzt in den Kindergarten bringen. Die Lara, die fühlt sich heute nicht so gut, die bleibt zu Hause, deswegen liegt sie hier im Bett und schaut ein bisschen iPad. Zum Glück sind die großen Kinder zu Hause. Die Michelle hat sich jetzt kurz zum Kleinen hingelegt. Er schläft nämlich noch. Einfach nur für die Dauer der 5 Minuten, die ich jetzt schnell die Luisa in den Kindergarten fahre. Und ja, danach komme ich schnell wieder zurück und kümmere mich. Die Lara bleibt hier, weil die Lara ist krank. Warum? Die hustet. Hast du auch zu Hause bleiben? Nein. Okay, na dann fahren wir schnell, ja? Ja. Vor der Kleine. Wach wird. Mami, das ist nass. Mit die Hand? Ja. Das ist nass. Ei. Das sind viele Autos. Viele Autos hier. Ja. Na komm. So. Das geht runter. Und jetzt nach Hause. Eigentlich das einzige Praktische durch Corona ist ja, dass das Kind, dass man das Kind ja nur bis zum Tor hinbringt und dass die also Kindergartenbetreuerinnen sich um das Kind kümmern und es dann ausziehen oder mithelfen. Ist voll praktisch irgendwie. Es geht dann schneller in der Früh. So, und jetzt. Der Papa, das ja, der killt mich. Na gut, meine Lieben, ich fahre jetzt schnell zu meinen anderen Mäusen nach Hause. Also bis gleich. Na, schau du mal, wer wach ist. Los? Ich bin zu warm, mein Sadi. Hat sich deine große Schwester gekümmert? Bevor ich mich um irgendwas hier kümmere, wie Haushalt, zweite. Mitte Katze. Bitte, Mama, ich möchte noch mal krank. Bibi-Geruch. Ich habe jetzt mal den Kleinen gestillt und ihn gewickelt und so weiter. Ja, das habe ich gemacht. Wie habe ich angefangen? Wolltest du mal ein Häschen? Ja? Und jetzt werde ich mich ein bisschen fertig machen. Ich habe mir schon mein Glätteisen geholt, möchte meine Haare ein bisschen glätten. Und da hält sich jemand an meiner Kette fest. Wenn er ganz gut drauf ist, also richtig, richtig satt und alles, dann gibt es auch schon ein richtig gutes Lächeln für die Mama. So, ich lege ihn jetzt trotzdem kurz ab, auch wenn ich ihn noch 3000 Stunden weiter knuddeln wollen würde. Aber ich muss hier noch ein bisschen was schaffen im Haushalt. Und da muss ich mich auch an den Computer setzen, weil gestern habe ich mich hauptsächlich um die Wäsche gekümmert. Wäsche gefalten, die Küche geputzt und so weiter. Und heute muss ich trotzdem an den Computer. Also gestern ging sie das leider nicht mehr aus, aber heute muss, weil einige E-Mails reingekommen sind, die ich schon am Handy gelesen habe. Aber ich muss sie beantworten. Dafür gehe ich dann gerne zum Computer, weil der Papa hat den Laptop mit, deswegen geht es nicht vom Wohnzimmer hier aus mit dem Baby, sondern muss das dann drüben machen. Ich mache gerade mein Dutt auf, damit ich mir den jetzt ein bisschen glätten kann, die Haare. Ja. Hi. Das schaut sicher super aus, gell? Auf jeden Fall werde ich mir jetzt ein bisschen die Haare glätten, weil ich wache immer so wuschelig auf. Also ich wache immer mit den ärgsten Locken auf. Hab die jetzt in der Früh natürlich schon ein bisschen rausgebürstet. Aber, ups. Ja. Also mein kleiner Schatz ist hier. Seht ihr ihn? Hier ist mein Schatz. Ja.
Und ich werde mir jetzt auf jeden Fall schnell die Haare machen und mich ein bisschen schminken und so weiter. Gesundheit! Und Bibi, Gesundheit! Ja, Gesundheit! Lächeln. Gesundheit, mein Baby. Ja, Gesundheit. Ja, Gesundheit. Ja, mein Baby. Na gut, damit hier was weitergeht, werde ich mich auf jeden Fall schnell richten. Ein bisschen schminken, Haare und wir sehen uns gleich. So, ich habe mich jetzt ein bisschen fertig gemacht, Haare geglättet, mich ein bisschen geschminkt. Habe den Kleinen in die Trage gepackt, ins Tragetuch. Schaut mal, wie süß. Diese Geräusche. Babybärgeräusche. Das sind doch original Bärchengeräusche. Den Schnuller. Tue ich ein bisschen weg. Übrigens, das habe ich glaube ich auf YouTube gar nicht so thematisiert, aber auf Instagram. Auf jeden Fall, er nimmt ab und zu den Schnuller. Ich wollte das ihm gar nicht eigentlich angewöhnen. Und er hat sich eigentlich auch noch gar nicht angewöhnt, aber die Luise hat immer Spaß, habe den Schnuller reingesteckt und dann hat er dran genuckelt und ist eingeschlafen. Seitdem probieren wir es immer ab und zu, so wenn er ja, so wieder wach geworden ist, dann gebe ich ihm den Schnuller. Manchmal nimmt er ihn, manchmal eher nicht. Also ja, die ersten drei Kinder bei mir hatten den Schnuller, also Patrick, Michelle, Lara und Luise hatte gar keinen, da war ich ihr Schnuller. Und ja, mal schauen. Also wir zwingen ihn jetzt nicht, dass er ihn nutzt, aber ab und zu ist das schon eine Hilfe. Und ja. Na gut, ich habe ihn jetzt in die Trage gepackt, ins Tragetuch gepackt, sag ich mal Trage. Aber ins Tragetuch. Ja. So, das Köpfchen. Jetzt zeige ich mal, wie das ausschaut. Die Lara ist in ihrem Zimmer und schaut fern. So, das ist alles. Die Emmy ist bei dir. Emmy, komm, lass die da. Und so schaut das jetzt im Tragetuch aus. Mit der kleinen Maus. Ja. Und jetzt kann ich ein bisschen was im Haushalt machen. Weil sonst geht es nicht. Deswegen werden wir jetzt mal kurz runterschauen. Zur Wäsche, ob die schon fertig ist. Weil ich habe wieder eine Waschmaschine eingeschaltet. Und der Trockner rennt auch. Deswegen schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Ach ja, und ich wollte euch ja ein Papa-Update geben. Weil wir haben vorhin telefoniert. Und es ist so, dass er leider früher nach Hause kommen muss, da die Gesetze so sind, trotz negativen Corona-Tests, den er mitgebracht hat, darf er nur 72 Stunden bleiben. Wenn er länger als 72 Stunden bleiben möchte, dann muss er 10 Tage in Quarantäne. Und das möchte er nicht, weil er ist ja nach Rumänien gefahren, um seiner Tante zu helfen, gewisse Sachen zu organisieren, für sie dort die Hunde, also Betreuung für die Hunde zu finden oder zumindest eine Regelung, dass wir sie vielleicht hier vermitteln können oder gewisse Sachen für sie einfach zu regeln. Und das kann er nicht machen, wenn er in Quarantäne ist, versteht ihr? Also wenn er 10 Tage in Quarantäne ist, dann ist er einfach dort irgendwo eingesperrt und das bringt sich halt null. Deswegen kommt er dann früher als geplant nach Hause und ja, es ist schwierig. Mit Corona ist einfach alles schwieriger. Und einfach ein bisschen nervig. Wir sind ja letztes Jahr nicht in den Urlaub gefahren, weil wir gehofft haben, ja, wird vielleicht 2021 besser, aber es wird wahrscheinlich nicht besser. Also ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr in den Urlaub fahren können, weil es nicht geht. Wenn man sehen kann, also man muss wahrscheinlich in Kauf nehmen, dass man in Quarantäne sein muss oder so und deswegen, ja, schwierig. Deswegen mal schauen, wie das dann wird mit Corona und Urlaub und Verreisen und das Ganze wird einfach nur ein bisschen problematisch, wenn es gar nicht ums Reisen geht, weil man kann auf Urlaubreisen auch verzichten im Endeffekt, aber wenn man sein Problem hat jetzt im Ausland, ja, Verwandte und kranke Menschen oder was auch immer, irgendwie so ein Problem, dann geht es halt nicht jetzt, also wie es früher ging. Das ist nervig. Ja, egal, wie auch immer, gehen wir zur Wäsche und schauen wir mal. Ich halt euch auf dem Laufenden. Ich
bin jetzt wieder oben und habe jetzt ein bisschen angefangen, die Küche zu putzen. Und ja, mit einem kranken Kind zu Hause wird man ständig unterbrochen. Die Lara will ständig irgendwas. Jetzt will sie eine Birne, jetzt muss ich eine Birne aufschneiden. Aber das machen wir natürlich, gell? Ja, das muss auch gleich. Und danach werde ich Gulasch machen oder kochen. Aber muss noch ein bisschen warten, bis das Fleisch abtaut. Oder besser gesagt, auch bis der Patrick Unterricht Ende hat, weil der muss mir so die Cook-for-me-Maschine holen. Aus dem Ding, weil ich kann das nicht mit dem Kleinen da trage. Und der ist so süß, der schläft wie ein Teddybär da drin. Schaut mal. Ich sag's euch, das ist so ekelhaft. Haltet euch fest, ich habe jetzt gerade ein Instagram-Video gedreht für, also vom Hühler. Schaut mal bitte, das habe ich aus meinem Abfluss rausgeholt. Also der Abfluss ist jetzt die Tage nicht mehr so gut gegangen, deswegen habe ich mir gedacht, komm, reinigst den mal und bitte schaut euch das an. Das habe ich jetzt, das Wasser war sauber, also falls ihr das Instagram-Video sehen wollt, dann werde ich es euch hierher verlinken. Wir heißen auf Instagram, Diamanta Underline Mr. Clean. Dort wird es immer wieder Videos geben mit dem Hühler und so weiter. Und was ich sagen wollte, also weil auch voll auf die Frage kam, wo kann man den Hühler kaufen? Den kann man tatsächlich über mich kaufen, weil ich den jetzt auch vertreibe, weil ich den einfach so liebe und ich denke mir, wenn ich ein Produkt so feiere, warum nicht gleich vertreiben? Also ja, falls ihr Interesse habt, könnt ihr mir gerne hier, also unten in der Infobox ist so ein Link, da könnt ihr mir so eine Anfrage stellen, die ist komplett unverbindlich. Ich schicke euch dann die Preise zu und Infos, die ihr braucht und so weiter. Deswegen, ja, das wollte ich euch noch zeigen, das habe ich gerade eben gemacht. Aber falls ihr das ganze Video sehen wollt, wie ich das mache, dann schaut unbedingt auf Diamanta an, dann ein Mr. Clean. Und ich muss jetzt den Kleinen ablegen und die Luisa abholen fahren. Mittagessen habe ich jetzt noch nicht gekocht, aber das werde ich dann nachmachen, weil das Fleisch war noch nicht abgetaut. Und deswegen, ja, also hier. Gulasch gibt es heute bei uns. Aber ich glaube, jetzt ist es schon abgetaut. Na gut, mein Lieben, bis nachher. Wir sind wieder da. Schaut mal, wen ich geholt habe. Die kleine Papa, meine Knabbernossi. Sie hat eine Knabbernossi gefrühstückt. Genau. Magst du die Weste ausziehen? Nein. Nein? Sie spielt jetzt hier ein bisschen iPad, bis die Mama kocht. Der Kleine ist bei der Michelle, die passt kurz auf. Und ich hole ihn gleich. Ich koche nämlich hier jetzt in der Krups-Kupfomi-Gulasch. Gleich, Schatz. Ich gebe dir gleich was zu trinken. Krups Cook for Me koche ich jetzt Gulasch. Den Hühler habe ich schon weggeräumt und ich würde mal sagen, ich fange an, weil ich muss die Zwiebeln noch schnibbeln und ist die heiß? Jetzt ziehen wir die Weste jetzt aus, komm. Ja? Aber die ist heiß, hast du gesagt. Ich zeige euch mal das fertige Gulasch. Das schaut so aus. Moment, so. Richtig yummy, oder? Die Kinder sind jetzt auch schon alle da. Hier, Michelle, ist deins. Lara, du magst auch Soße und Gulasch? Fleisch und Soße nicht? Keine Soße? Ein bisschen Soße muss ich mitnehmen, wenn ich das rausgebe, ja? Nur so. Luisa, magst du nicht auch ein bisschen Fleisch? Nein. Bitte schön, Lara. Okay. So, jetzt legt sie mal alle eure Hände weg. Ja. Mahlzeit. Mahlzeit. Warte, bei dir tue ich es auch daneben und du musst es dann selber vermischen. Dieses herrliche Wetter müssen wir ausnutzen, deswegen bin ich mit den Kleinen. Schatz, die Rutsche ist noch gatschig und ich kann sie jetzt leider nicht sauber machen. Und auch noch nass. Ja, nass ist sie auch.
Auf jeden Fall, wir haben so richtig traumhaftes Wetter. Es ist so warm. Ja. Komme ich dazu, einen Satz zu Ende zu sprechen, ohne dass mir ein Kind dazwischen redet? Nö. Jetzt muss ich die Katze halten. Alles klar. Auf jeden Fall, die Lara ist dabei. Wie geht's überhaupt schon besser? Also der Husten ist weg. Die Luisa ist da. Und die Sandkiste müssen wir auf jeden Fall erneuern. Die ist schon eingebrochen hier. Die haben wir aus Paletten damals selber gemacht. Und die Hunde sind auch dabei. Hört mal. Ja, und natürlich der kleine Philipp da. Hier ist mein kleiner Hasi. Boah, das ist so angenehm. So, so schönes Wetter. Traumhaft. Ich habe mir jetzt meinen Nachmittagskaffee auch mitgenommen. Jo. Und werde jetzt ein bisschen mit den Kindern hier das schöne Wetter genießen, weil morgen soll es wieder kälter werden. Sonnig, aber kälter. Also gleich um die Hälfte. Heute hat es so 16 Grad, morgen 8 Grad. Toll. Naja. So, mein Lieben, wir sind schon wieder länger im Haus. Also so eine Stunde vielleicht. Und ich tue jetzt gerade ein bisschen Staubsaugen, weil wenn die Kinder draußen waren, könnt ihr euch vorstellen, dass die ganz viel Sand und Dreck mit reintragen. Und ich bin jetzt gerade hier ein bisschen mit Dyson unterwegs und sauge ein bisschen den Vorraum. Du magst raus, gell? Ich frage mal den Patrick, ob der mit dir rausgehen kann. Patrick? Patrick? Patrick! Patrick? Ja. Kannst du mit den Hunden Gassi gehen? Ja. Danke. Der Patrick geht gleich mit euch Gassi. Der geht gleich mit euch Gassi. Ja, der geht gleich mit euch Gassi. So, ich muss jetzt noch weiter Stopp sagen. Kommt. Und die zwei Schwestern passen kurz auf den Kleinen auf. Schaut, Luisa? Was machst du da? Bruderbaby streicheln. Oder ein Küsschen geben. Oder ein Küsschen geben. Das ist aber sehr lieb. Oh, brav. Also ja, ich bin eh hier in Reichweite, also kann eh nichts Rothaariges sein. Der Patrick kommt gleich. Und ich werde jetzt hier weiter im Vorraum herumwuseln. Ich habe mir jetzt die Wäsche von unten geholt. Das ist das, was ich heute in der Früh aus dem Trockner geholt habe. Und das jetzt? Der Kleine ist aber jetzt unruhig. Deswegen werde ich ihn ein bisschen stehen. Lara, rutscht du ein bisschen? Hallo, mein Babybierchen. Hallo. Möchtest du ein bisschen Tschi gehen können? Ja. Gut. Ein bisschen Baby-Mami-Time jetzt. Wir werden jetzt ein bisschen anlegen und dann schauen wir mal, dass wir uns um die Wäsche kümmern. So, da ist jetzt jemand satt und happy. Ja, bist du happy? Happy Baby? Und es ist schon wieder ein bisschen dunkler draußen geworden. Jetzt habe ich gerade das Licht angemacht, weil ich werde mich jetzt der Wäsche widmen. Oh. Was denn? Das ist Baby. Ich mache jetzt den Gesicht nach von dem Philipp. Du machst den Gesicht nach von dem Philipp? Bist du vielleicht ein kleines Kasperle? Ja. So, ich werde den Kleinen jetzt nochmal hier ablegen. Und dann macht die Mama Wäsche. Ja. Ja.
Lieben, wir werden uns jetzt vom Vlog verabschieden. Wir haben jetzt hier nur ein bisschen auf der Couch gechillt. Die Kinder haben schon ihren Pyjama. Ich werde mich auch gleich abschminken und umziehen. Ich habe jetzt noch vorhin mit meiner Freundin telefoniert. Und wir haben uns abgedatet, was so läuft bei ihr, bei mir. Und ja, jetzt ist eigentlich schon Abendruhe fast. Also es ist noch nicht so spät. Ja, 19 Uhr. 30, du Lisa rennt jetzt halt gerne mit dem Schnuller rum. Den hat sie nämlich gefunden, gell, im Schrank. Der gehört eigentlich dem Bibi. Die ist krank. Die Lisa ist krank. Lisa ist jetzt auch verschnupft. Ja. Ich bin verhustet. Du bist verhustet und Lisa ist verschnupft. Ja. Na gut, meine Lieben, danke fürs Zuschauen. Morgen wird der Papa wieder da sein, weil er ja nach Hause muss, weil sonst müsste er in Quarantäne in Rumänien bleiben und das will er nicht. Ich hoffe, er hat ein bisschen gevloggt und hat einen kleinen, damit ihr so einen kleinen Eindruck auch bekommt. Und ja, ich bin auf jeden Fall selbst gespannt. Deswegen danke fürs Zuschauen, meine Lieben. Wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss.